Hi, ich wollte heute einmal schnell reinhopsen und meinen April mit euch abrechnen. Ich bin ein bisschen spät, ich habe diese Woche super viel Termine andauernd. So Arzttermine, die sich jetzt noch kurzfristig ergeben haben. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht wirklich Zeit, irgendwie was Wildes hier zu machen. So, deswegen fange ich jetzt auch direkt mal an. Und schau mal, was ich noch so getrieben habe in der letzten Aprilwoche. So. Boah, ich habe richtig rumgedreht. Also, schauen wir mal nach. Das ist für mich Woche 4. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel ausgegeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So. Schauen wir mal. Also, am 24.04. war ich bei, wo war ich? Genau, was habe ich geholt? Fladenbrot, was auch sonst. Das ist im Moment hier immer noch so ein Renner bei meinen Kindern. Fladenbrot mit was auch immer drin. Mein Mann natürlich auch. Ich glaube, dieses einzelne hier habe ich tatsächlich nur für meinen Mann geholt. Dann war ich am 25.04. bei Hofer. Für 17,29 Euro. So, dann war ich schon wieder Fladenbrot kaufen. Zwei Fladenbrot. Oh, Prinzrolle. Okay, also 5,42 Euro. So, dann war ich am 27.04. bei Lidl für 45,51 Euro. Und am 29.04. war ich nochmal bei Hofer für 24,82 Euro. So. Das rechne ich jetzt mal zusammen. Das sind 1 Euro und 19 Cent plus 17,29 Euro plus 5,42 Euro plus 45,51 Euro plus 24,82. Also habe ich es der Woche tatsächlich doch noch geschafft. Und es kam mir so super viel vor. So. Da ich ja, also ich kann das mal in einem anderen Video erklären. Ich nehme ja immer das komplette Geld für eine Woche mit in mein kleines Einkaufsportemonnaie. Und ich lasse die Reste aus den Vorwochen oft auch da drin. Bis auf die 5-Euro-Scheine. Die stecke ich sofort in die Spardose. Deswegen weiß ich manchmal nicht so ganz genau, wie viel ich jetzt tatsächlich in der Woche genau ausgegeben habe. Oder ob ich halt noch Reste aus der Vorwoche mit benutzt habe. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der 400-Euro-Bestellung für Kleidung hatte ich zwei Teile zurückgeschickt, die nicht gepasst haben. Das war jetzt nicht so super viel Geld. 40 Euro, 35 oder so. Aber das bleibt halt auf dem Konto liegen. Ich behandle das weiter trotzdem so, als hätte ich das schon ausgegeben. Einfach damit auf dem Konto ein kleiner Puffer liegen bleibt. So, ich schaue halt nur regelmäßig nach. Ist mein Konto nicht überzogen? Sollte es ja eigentlich nicht sein, weil ich mein Geld ja budgetiere. Es kann natürlich immer mal sein, dass ich irgendwas übersehen habe, dafür ist der Puffer ja da, oder dass ich eben mit meinem Bargeld im Geschäft stehe und ich habe mich beim Einkaufen, ich habe zu viel eingepackt oder ich habe mich verrechnet. Es ist mir auch schon passiert, dass ich nicht gesehen habe, wie hoch der Kilopreis war und dann an der Kasse wirklich schlucken musste, weil ich was gekauft habe, was ich eigentlich nicht
hätte für das Geld kaufen wollen. Also für solche Sachen lasse ich gerne so einen Puffer irgendwo liegen. So, und jetzt rechne ich mal aus, was ich im gesamten April bezahlt habe. Dass ich drüber bin, weiß ich. Einfach, weil hier in der Woche meine Familie da war. Und also, ich habe anstatt von dem Budget, was ich mir gesetzt habe, von 400 Euro, habe ich 492,72 Euro ausgegeben. Das ist natürlich eine Ecke mehr, aber das war klar. Also, da habe ich mitgerechnet. So. Jo, das ist auch ungefähr das, was ich auf meinem Konto sehen kann. Also 400 hatte ich eingeplant, 247 Euro waren nicht verplant. Davon sind halt jetzt 100 Euro weg. Ich habe nicht 247 Euro übrig, sondern hier sind 147 Euro übrig geblieben. Und von dem Puffer, der auf dem Konto war, mit so, also sowas lasse ich, habe ich eben jetzt liegen lassen wegen dem Urlaub, genauso wie das Geld von der Bestellung mit der Kleidung und so. Und ich habe ja auch für 250 Euro Flugtickets geholt. Also mein Puffer jetzt auf dem Konto ist so gegen null und ich muss jetzt eben im Mai anfangen, das Geld für die Flugtickets wieder zurückzulegen. Das habe ich aber so eingeplant, das ist auch kein Problem. Ich habe ja zum Glück günstige erwischt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist eben den Zug buchen. So, 24, 25, 26, 27, 29. Ganz toll, Anja. 24, oh, da war ich einkaufen. Quatsch. Oh, 25, 26, am 28. war ich nicht einkaufen. Ganz, ganz toll. 23, 29, 30. So, das muss ich dann bei meinen Söckchen auch schnell noch dazu tun. Ich weiß aber, dass ich kein Kleingeld habe. Das musste ich meiner Tochter mitgeben. Meine Tochter muss schon wieder einen Ausflug bezahlen. So. Also drei Söckchen habe ich. Die male ich mir jetzt bald an. So, ein Söckchen. Zwei Söckchen. Und drei Söckchen. Das sind Söckchen für 3,50 Euro. Das werde ich mir hier nochmal dazu schreiben. So. Plus 3,50 Euro. So, das werde ich dann im nächsten Video mit in meine Spardose stecken. Jetzt schreibe ich nur noch mal kurz am 24. 1,19 Euro. Also ich meine immerhin so am 25. 17,29 Euro. Das ist dann immer dieses, ist das 29 oder 25? 29,42 Euro. So, 45,51 und 29,24,82. Wieso habe ich das da? Ah, das hat dann ein Säckchen weniger. Habe ich wieder voll falsch gemacht, ne? Dann nehme ich das Säckchen mit den 50 Cent einfach weg und mache daraus 3 Euro. So, der Stift geht natürlich für immer absolut nicht. So. Die sind so doof. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die immer wieder kaufe. Eigentlich funktioniert die überhaupt nicht richtig. So.
Könnte man schön machen. Ne? So. So, 3 Euro für Süppchen. Muss ich rausnehmen? Muss ich noch dazu tun? Ja, okay. Also, hätte katastrophaler laufen können. Mein Mann hat halt auch, als meine Familie da war, wenn wir essen waren, das sind solche Sachen, die typischerweise mein Mann gerne bezahlt. Der kommt halt aus einer Familie, wo das üblich ist. Oder hier in Österreich ja eh. Hier wird ja viel mehr auswärts gegessen als in Deutschland. Und mein Mann kommt aus einer Familie, wo das wirklich gern gemacht wird und wo auch gern eingeladen wird. Und deswegen ist das für ihn immer selbstverständlich, dass wenn wir Besuch haben und essen gehen, dass er bezahlt, obwohl ich das gar nicht so gerne mag, dass er das immer alleine schultert. Aber das ist halt was, was er gerne macht. Also insgesamt war der Monat gar nicht so katastrophal. Habe ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber es ist halt auch so gewesen, weil wir letztendlich den Ausflug nach Hallstatt nicht mit der Bahn gemacht haben, sondern mit dem Zug, mit dem Auto. Das hat einiges an Geld gespart. So, heute ist Donnerstag, der 4. Ich habe heute mein Gehalt bekommen. So, ganz knapp auf den letzten Drücker. Die Überstunden sind dann auch nicht drin. Die kommen nächsten Monat, habe ich nachgefragt. Ja, ansonsten ist bis jetzt nichts Wildes passiert. Mein Mann ist gerade krankgeschrieben zu Hause. Das hat natürlich alle meine Kochpläne total durcheinander geschmissen. Deswegen zeige ich jetzt hier auch gar nicht, was ich vorhatte, diese Woche zu kochen, weil das alles nicht hingehauen hat. Ja, also das war's. Kurz und knapp. Ich war über dem Budget, aber nicht zu doll. Ist noch verkraftbar, war ungefähr so geplant. Ja. Diesen Monat wird auf jeden Fall noch ein bisschen aus meinen Spartöpfen hier weggehen. Meine Tochter braucht jetzt noch ein bisschen was an Kleidung für die Klassenfahrt, wo sie in, wann ich jetzt dahin, in 10 Tagen? Ja, ne? Das habe ich noch nicht berichtigt. Mein Sparabo war ganz knapp weniger als die 20 Euro. Aber es ist jetzt auch nicht so wild. Also mein Gehalt ist tatsächlich so gekommen. Mit 540 sind jetzt noch da. 541 oder so. Ja, Überstunden kommen nächsten Monat. So, aber das zeige ich euch erst im nächsten Video. Ich sage dann danke fürs Zuschauen. Tschüss.